Hey Leute, Mado hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Guards and Glory. Das Spiel hat endlich ein Update bekommen, was für jeden zugänglich ist. Offiziell Level, ein Tag im Park, bla bla bla. Oh, es sind neue Level jetzt, oder? Es sind, glaube ich, komplett neue Level, die vier hier. Kann ich hier runterscrollen, oder? Ah, okay, gibt's noch mehr. Dann fangen wir erstmal ganz oben an, ein Tag im Park. Hört sich doch schön an. Lass uns mal einen kleinen... Oh, okay, hier sind dann ganz viele Level. Aber ist die Frage, ob wir die schon gemacht haben. Lass uns erstmal spielen. Okay. Ja, das Spiel ist so ein bisschen wie Happy Wheels, nur halt ready. Go! Nur halt in 3D und wir können aussuchen, ob wir mit Earl spielen, John und Jimmy oder der Yang Family und rechts gibt's, glaube ich, noch mehr? Oder ist das eine... Oh, jetzt haben wir die Familie. Ich will die nicht nehmen. Aber machen wir das, okay. Wir steuern so und man kann doch, glaube ich, boosten irgendwie. Ah ne, dann kannst du in Slow Motion gehen. Oh ja, man kann boosten. Und Menschen überfahren. Was den Leuten im Auto aber anscheinend egal ist. Aber wir haben gerade Menschen überfahren. Ich persönlich bin davon emotional vielleicht ein bisschen angeschlagen jetzt. Aber es geht schlimmer, es waren nur ein paar Menschen. Das passt schon. Wir können echt boosten, das ist awesome. Wie viel können wir denn boosten? Wo ging Slow Motion? Ah, okay. Ich hab's wieder raus. Okay, das ist unser Ziel, dann müssen wir weiterspielen. Aber ich will mit der Familie spielen. Ich will mit... Yay! Level geschafft, das Level war aber einfach. Aber die Level werden nachher ein bisschen schwerer. Hallo, ready? Ah, jetzt können wir aussuchen. Okay, John und Jimmy. Genau, mit denen will ich spielen. Weil die können hier rumwackeln. Und dem Kind gefällt das total gerne, so rumzuwackeln. Ui, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Okay. Hey, die Musik ist aber cool. Die ist passend, finde ich. Die können wir auch boosten, aber es hat halt nur keine Raketenspur dann. Oh Gott. Ich passe auf meinen Sohn auf. Ich lasse meinen Sohn... Oh, die Maus ist im Bild. Ich lasse meinen Sohn nicht sterben. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Die Musik ist cool. Ich will gar nicht reden, ich will nur die Musik hören. Echt awesome, okay. Was müssen wir jetzt machen? Ey, die sind echt noch super einfach. Das sind echt die Tutorial-Level anscheinend. Ja, die werden nachher wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Gehe ich mal von aus. Ne, Sohn? Ja. Das ist richtig. Das ist korrekt. Okay, jetzt werden wir mit Pfeilen beschossen. Aber die machen nicht so viel. Das ist fast egal. Auch wenn uns ein Pfeil trifft, ist es fast egal, wenn der uns trifft. Das ist alles aktuell so easy, so entspannt. Und ich finde gut, dass das Spiel endlich mal richtig viel Umfang hat. Weil vorher war es immer so ein paar Level. Und das war jetzt ist schon zu einfach eigentlich. Und ja, die Level wurden nachher super schwer. Ich glaube, das allerletzte Level habe ich nie durchgespielt, weil es zu schwer war. Da muss man irgendwie so einen Holzstamm balancieren und so. Stan hat das gemacht. Stan hat richtig viel zu diesem Spiel gemacht. Und ich habe immer noch so ein bisschen reingeguckt. Weil es auch so ist. Ich meine, es ist nett. Es ist nicht das Überspiel. Ich finde es mega nett. Ich finde es mega nett. So. Oh nein, start over. Nein. Next track. So. Wir werden hier beschossen mit irgendwas. Wir haben ein paar Pfeile in uns drin. Aber das mag ich ja vielleicht. Ich mag es vielleicht, ein paar Pfeile mit zu haben. Und die Musik wird langsam ein bisschen episch. Die wird langsam knallt ein bisschen episch. Ich hoffe, die Orangen sind übrigens Checkpunkte, wo wir dann wieder spawnen, wenn wir einmal sterben. Und die Gelben sind einfach nur so Punkte. Die sind komplett nutzlos eigentlich. Aber, oh Gott. Oh Gott, okay, alles gut gegangen. Bin noch entspannt. Alles gut. Na, den Sohn geht's gut. Perfekt. Okay, ist das hier eine Rampe? Oh, wir müssen gar nicht hoch. Schade, ich würde da gerne lang, aber wir drehen uns einmal im Kreis. Die Musik ist jetzt zu Ende. Bin ich entweder so langsam, dass das Lied sich einmal geloopt hat, oder kommt jetzt einfach gar keine Musik mehr? Spiel, ich hätte schon gern irgendeine Musik. Oh, okay. Wir müssen mal aufpassen, weil das Ding ist böse Slow Motion. Okay. War kein Problem. Die haben die Kamera auch ein bisschen verbessert. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, geschafft. Okay. Godlike, weil ich nicht einmal gestorben bin und jetzt gehen wir mal da vorne hin und, es überspringt direkt. Okay. Nächste Track. Okay. Jetzt sind wir im Adrenalin-Junkie-Level. Und das sieht interessant aus. Weil hier muss man jetzt auch wahrscheinlich die Slow-Motion-Funktion benutzen. Perfekt. Und ich habe den Checkpoint nicht gekriegt. Dann bin ich gestorben. Nee, ich bin nicht gestorben. Aber wie spawn... Oh, mein Sohn ist gestorben. Ah, Gott, 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 Gott. Wie spawn ich denn? Start-Button. Das ist... Ach, okay. Oh, mein Sohn liegt einfach auf dem Boden. Sohn, ich lass dich mal alleine. Tschüss. So. Der kriegt das schon hin, das ist ein guter Sohn. Oh Gott, der ruht sich ein bisschen auf dem Boden aus. Und wir machen das hier. Während sich unser Sohn ein bisschen ausruht. Perfekt. Okay, Checkpoint. Und wir müssen hoch, wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Schwupp, hier lang. Das ist schon das Ziel. Ja, die Level sind sehr einfach gemacht, das finde ich gut. Die sind wirklich sehr, 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 sehr einfach gemacht. Aber es das heißt ja auch, dass die dann irgendwann schwerer werden und wir ganz viele Level machen können. Das heißt, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt und wenn euch das gefällt, dann können wir ganz viel dazu machen. Weil das hat ja dann ganz viel Umfang, das finde ich cool.
Weil ich mag das, wenn ich... Oh Gott. Backflip! Frontflip! Hat hingehauen. Beim Frontflip habe ich ein bisschen die Luft angehalten. Weil er nicht so hundertprozentig solide, außer... Backflip! Was steht denn hier? LR Bumpers. Rolling in the Air. Okay. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. LR Bumpers. Ja, welche Bumpers? Die da, oder? Ja, oh! Oh! Oh, das ist neu! Das ist neu! Oh Gott, okay! Man kann sich jetzt wirklich krass drehen seitwärts. Das ist neu! Jetzt lang. Spiel, wo soll ich... Ah Gott, wo soll ich langfahren? Hier? Ich fahr mal hier lang. Ist das... Ja! Es ist nicht richtig, aber ist... Okay. Und wir haben einen Arm... Okay, wir haben einen Arm verloren, aber der war eh so ein bisschen kaputt, der Arm. Das war unser schlechter Arm. Man hat immer so einen schlechten Arm, aber wir bluten alles voll. Oh nee! Oh nee, ich will nicht alles voll bluten. Nein! Dad! Blute nicht alles voll. Pass auf dem Blut auf. Davon ist aber das Ziel. Hier. Okay. Ich will nochmal einen Sprung machen. Oder... Komm, wir fliegen einfach jetzt hin. Okay. Er beendet es von allein. Ich will noch ein bisschen Scheiße bauen, immer wenn es zu Ende ist. Aber erst ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie viele Level es hier gibt. Wir spielen erstmal. Oh, wir haben unseren Sohn schon direkt verloren. Ist natürlich ein bisschen tragisch. Ein kleines bisschen tragisch. Okay. Okay. Wir haben den Zaun einfach mitgenommen. Nochmal. Okay. Nochmal neu. Den mache ich aber nochmal, den Sprung. Weil der war ganz schön stylisch. Den machen wir jetzt nochmal an die andere Richtung. Okay, weiter. Ich mag diesen Sprung. Der ist sehr cool. Okay, oh, ich habe die Minen genau in dem Moment gesehen, wo ich reingefahren bin. Dachte, oh, da sind ja Minen. Okay, ja, es ist 1:1 aus der vorigen Version übernommen, das Level jetzt. Daran erinnere ich mich, weil hier bin ich ein paar Mal gestorben. Aber nur ein paar Mal. Ich bin nämlich sehr, sehr gut. Ihr könnt euch ja auch meine Playlist dazu angucken. Ich glaube, ich habe eine Playlist zu diesem Spiel gemacht. Hier sind Speedstreifen. Speed. Und da habe ich ja schon ganz viele Level gespielt. Ich glaube, 3 Videos zu diesem Spiel habe ich. Oder 4. Oh, hier sind Minen auch auf dem Boden. Die könnt ihr euch ja... Wir werden beschossen. Die könnt ihr euch ja angucken, wenn ihr wollt. Also wenn ihr sagt, ey, das ist ein cooles Spiel. Das ist irgendwie gechillt. Das ist irgendwie... Triumphant. Das ist ein triumphantes Spiel. Dann könnt ihr ja einfach euch das mal angucken, wenn ihr Bock habt. Und ich weiß nicht, wie lange dieses... Oh, das Level hier ist cool. Ich weiß, dass das Lieblingslevel von Stan ist. Der hat das viel zu lange gespielt. Okay. Weil die Minen sind hier auf jeden Fall nervig. Die, oh, die gehen gar nicht hoch. In der vorigen Version war es so, dass die Kanonen auf die Minen geschossen haben. Und einfach alles hochgegangen ist. Und hier ist es ein bisschen tricky, weil hier ist man sehr schnell unterwegs. Aber es ging. Okay. Ah, ich kann mich auch einfach so jetzt drehen, sehe ich gerade. So, hier mit... ja, okay. Das macht sehr vieles einfacher. Glaube ich. Okay, wir haben es geschafft, Wir müssen noch einen geilen Sprung machen. Jetzt ist die Frage, soll ich einen Tricksprung am Ende machen oder nicht? Weil ich würde schon gerne einen kleinen Jump machen. Machen wir. Und zwar einen Frontflip! Okay, es hat ihn gehauen. Nein, nicht nach hinten kippen. Okay. Wir haben es geschafft. So, und jetzt in die Minen. Und wir haben es geschafft und sind gestorben. Okay, das war gut. Oh, wir sind hier schon recht weit. Ich habe mal gerade einfach geguckt, wo ich bin. Und ich bin hier schon im zweiten Abschnitt, also wir haben schon fast die Hälfte geschafft vom Spiel. Wir sind jetzt bei Whiplash. Cooler Film übrigens. Und ich glaube, das Level kenne ich auch. Oder? Und ich kannte die vorige Version vom Level, die haben es nochmal komplett überarbeitet anscheinend. Dann lass uns das mal spielen. Die waren vorher Sägen, genau, hier sind die immer noch. Die Steuerung ist übrigens deutlich verbessert. Vorher war es so ein bisschen schwammig immer. Die ist jetzt krass verbessert, die Steuerung. So, jetzt hier hoch. Man hat wirklich viel mehr Kontrolle, es ist viel, viel besser. Ich weiß, es ist nicht nachvollziehbar, wie schlecht die Steuerung war, aber die war schon sehr, sehr schwammig, tatsächlich. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mich da drehen muss. Kann ich auch mit ganz viel Speed da oben drüber fliegen vielleicht? Aber auch nur vielleicht, ich weiß nicht, ob es geht, deswegen. Okay. Wir haben uns gedreht. Und unseren Sohn verloren? Aber den brauchen wir eh nicht. Er braucht schon einen Sohn, wenn er Speed hat! Flieg. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt nur noch hier Checkpoint und selbst am Haken aufhängen. Das kriege ich nie hin. Das kriege ich wirklich nie hin. Okay. Gut. Wir haben super viel geschafft jetzt schon. Machen wir noch mehr? Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Deswegen, machen wir noch mehr? Ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Machen wir noch mehr? Ich würde sagen, wir haben hier ja noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Level. Earl ist so ein bisschen einfach nur ein Redneck. Ich mag ihn nicht. Ich mag, der steuert sich komisch. Ich mag ihn wirklich nicht. Aber der hat den Boost. Und der kann Nitro aus seinen... Ja, Earl. Earl macht halt seine eigene Sache. Die gibt nicht so viel Fakt drauf, was die anderen sagen. Weil Earl macht sein Ding. Und ich weiß nicht, was mit dem Balken rechts abgeht. Aber das sah interessant aus.
Und Schluss mit Earl. Kann der auch diese... Earl. Das sah extrem stylisch aus. Mach's bitte aber nie wieder. Ich will das schon mit Speed machen, dass es ein bisschen geil aussieht. Ja. Sah es geil aus, Leute? Schreibt in die Kommentare. Ich fand nämlich sehr geil aus. Würde ich wieder machen. Okay. Okay. Das ist das finale Checkpoint. Und... Yes! Ich habe aber kein einziges Fass kaputt gemacht. Dafür mache ich jetzt den geilsten Trick überhaupt. Okay. Ein Level noch. Ein Level noch. Dann haben wir gut Zeug geschafft. Das machen wir mit der Yang Family. Einfach, dass wir die heute auch noch mal ein bisschen mehr spielen. Weil eine asiatische Familie hat man nicht jeden Tag im Haus. So, mit der hat man nicht jeden Tag Spaß. Deswegen, wenn ich mal Spaß mit Asiaten kann, dann mache ich das jetzt. Jetzt ist meine Zeit, um mit Asiaten Spaß zu haben. Mit der gesamten Familie sogar von Asiaten. So. Hier rein. Und hier raus. Oder sterben. Fahren diesen Fernseher um, töten diesen Menschen und den Checkpoint und respawnen. So, und jetzt töten wir nochmal. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß ernsthaft nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß nicht. Leute, ich brauche vielleicht Hilfe. Ich töte zu gerne mit Asiaten andere Menschen. Bevor sie Checkpoint, das Level haben wir dann auch geschafft und go. Okay. Das ist Guts and Glory. Die Level sind sehr einfach bis jetzt. Ich hatte die sehr schwerer im Gefühl. Aber es ist cool. Es, irgendwie, das Feeling ist da von den vorigen Versionen. Aber es ist so ein bisschen anders. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn euch das Spiel gefällt, klickt mal hier auf die Playlist, die verlinkt ist. Oder wenn euch das Spiel nicht gefällt, aber ihr andere Spiele sehen wollt, klickt mal da drunter auf die Playlist. Und dann sage ich zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.